Servus Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem erneuten Video auf meinem Kanal. Super, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es darum gehen, wie wir den Steam-Speicherort bzw. die Festplatte, auf der Steam liegt, einfach wechseln können. Das geht super easy und einfach und das werde ich euch heute Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine kleine, klitzekleine Bitte an euch. Und zwar versetze ich mal kurz in meine Lage und lasst ein Like, Abo und einen Kommentar da. Ihr würdet euch auch freuen und es kostet euch nichts. Also warum nicht einfach diese Buttons da unten drücken und ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Genau. Starten wir aber direkt ins Video rein, wie wir denn die Festplatte von Steam wechseln, beziehungsweise den Speicherort. Einfach mal Steam öffnen, logischerweise. Kommen jetzt hier direkt in den Shop. Wo wir jetzt aber hinwollen, sind die Einstellungen. Wie kommen wir dorthin? Oben links einfach mal auf Steam drücken, auf den ersten Reiter hier oben links und dann auf, nicht auf Ansicht, sondern auf Einstellungen. Und dann haben wir jetzt hier ganz viele verschiedene Reiter. Ich bin jetzt hier gerade in den Bibliothekseinstellungen. Wo wir jetzt aber hinwollen, sind die Downloads-Einstellungen. Genau, einfach Downloads drücken und dann sollte das Ganze circa so aussehen, bei euch vielleicht Download-Region Deutschland, was auch immer. Und dann klicken wir oben bei Bibliotheken mal auf Steam-Bibliotheksordner öffnen. Hier sehen wir auch direkt die Info, Steam-Inhalte auf mehreren Laufwerken verwalten, genau dahin wollen wir. Und jetzt sehen wir hier schon, standardmäßig ist bei mir jetzt hier das Ganze auf D gespeichert, auf meiner großen Festplatte. Wir wollen jetzt aber Steam rüberziehen, auf die lokale Datenträger C. Wie wir das Ganze hier hinzufügen, wir klicken einfach mal auf Plus und dann öffnet sich hier so ein Fenster und wir können hier zwischen den einzelnen Volumes auswählen und dann einfach auf Wählen klicken und dann wird das Ganze hier hinzugefügt, wo wir eben unseren neuen Speicherort von den ganzen Games und so haben wollen. Genau. Dann bei unserem neuen Ordner gehen wir dann auf einerseits natürlich auf als Standard festlegen, dass ab sofort alle Spiele etc. darüber gespeichert werden. Genau. Und um die ganzen Games dann auch rüber zu holen, ich werde das jetzt einfach mal nur bei dem kleinsten machen, beim Benchmark, weil das Ganze dann einige Zeit in Anspruch nimmt. Natürlich niemals so lange, wie wenn man das Ganze neu installieren würde. Aber ein bisschen dauert es dann schon bei den großen Games. Wir klicken einfach mal hier auf den Haken. Also bei den Games, die wir halt rüberziehen wollen. Wenn wir das Ganze rüberziehen wollen, dann einfach alle auswählen und dann auf Verschieben drücken. Und dann können wir jetzt hier den Datenträger auswählen oder beziehungsweise den Speicherort auswählen, wo wir das Ganze dann rüberziehen wollen. In meinem Fall ist das jetzt hier lokaler Datenträger C und klicken dann einfach hier auf Verschieben. Dann öffnet sich hier so eine Progress Bar. Wie gesagt, das kann jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem wie groß euer Spiel ist und wie schnell eure Laufwerke sind. In meinem Fall ist das jetzt hier ein 2,8 GB Programm. Das dauert jetzt schon ein bisschen, aber alles komplett in Ordnung und das Ganze ist dann eigentlich auch schon geschafft fast, wenn wir das Ganze rübergezogen haben, mehr ist das gar nicht perfekt. Alle Inhalte wurden erfolgreich verschoben, wir klicken dann einfach auf Schließen, perfekt und wir können jetzt hier schon gegenchecken, wurde das Ganze drüben installiert, ja, und es ist auch schon auf 724 GB gesprungen, das heißt, es hat alles geklappt, einwandfrei geklappt und das Ganze war es eigentlich auch schon. Ich hoffe natürlich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Zeigt das gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, dann schreibt gerne in die Kommentare rein und dann werde ich euch schnellstmöglich helfen. Schreibt einfach, was euer Problem ist. Ja, dann werde ich euch, wie gesagt, schnellstmöglich antworten. Ansonsten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Video. Ciao Leute.